Wenn wir ehrlich sind und mal so auf unser Jahr schauen, auf unseren Zeitplan, dann müssen wir meistens zugeben, dass wir eigentlich ziemlich beschäftigt sind. So richtig Zeit zum Durchatmen haben wir selten. Für viele von uns besteht die große Gefahr nicht darin, dass wir unserem Glauben abschwören, sie besteht darin, dass wir so abgelenkt, gehetzt und beschäftigt werden, dass wir uns mit einer mittelmäßigen Version des Glaubens zufrieden geben. Wir haben nur geringe Kontrolle über unser kleines Leben und über all das, was um uns herum passiert. Gott steht über allem und hat vollkommene Kontrolle über die ganze Weltgeschichte. Gott lädt dich ein, Teil seines Masterplans zu sein. Gott lädt dich ein, seine Tochter oder sein Sohn zu werden. Warum sollte man bei klarem Verstand jemand anderem die volle Kontrolle über sein Leben geben? Wenn es die Option gibt, dass mein Leben unter seiner Kontrolle dazu führt, dass ich am Kreuz lande, das können wir nur tun, weil wir an die Auferstehung glauben. Kämpfen wir. Die Wahrheit ist da. Jesus ist die Wahrheit. Gott stellt uns seine Rüstung zur Verfügung als ganze Gemeinde. Du kannst es für dich persönlich annehmen, Gott hat dich ausgestattet, aber eigentlich geht es um mehr. Es geht um einen kosmischen Kampf auf der Weltbühne, wo Gut und Böse, wo Gott und Teufel um uns kämpfen. Unser Leben ist so intensiv, dass die meisten von euch, die Anfang des Sommers schon im Urlaub waren, vergessen haben, dass sie im Urlaub waren und nur noch an Fotos erkennen, ja, ich glaube, ich war dieses Jahr im Urlaub. Aber in den letzten Wochen ist schon so viel passiert, dass man wieder vergessen hat, dass man im Urlaub war. Die Einschulung ist vorbei, man ist wieder im Schulalltag, wenn du kleinere Kinder hast. Die Arbeit hat begonnen und schon ist man wieder so im Trott. Und ich habe diesen Gottesdienst, diese Predigt unter dieses Wort gestellt, Halbzeit, um etwas deutlich zu machen. Eben ganz im Sinne der allerersten Predigt in diesem Jahr, laufen wir nicht einfach wie im Hamsterrad. Noch weiter weg als dein Urlaub liegt die Europameisterschaft im Fußball. Schon vergessen, dass es die dieses Jahr gab? Fast. Auch nicht so lange her. Und etwas fasziniert mich, oder gerade dieses Jahr ist es mir so aufgefallen, es waren sehr spannende Spiele. Ich habe alle deutschen Spiele gesehen, wo Deutschland gespielt hat. Und etwas ist mir aufgefallen in meiner inneren Anspannung. Wenn die erste Halbzeit nicht so gut gewesen ist, dann habe ich auf die Halbzeit gewartet. Und ich habe erwartet, was macht der Trainer jetzt? Was machen die Spieler jetzt? Wie werten sie die Ergebnisse aus? Wie ordnen sie es ein? Und vor allem, wie richten sie sich neu aus? Was passiert nach der Halbzeit? Wer wird ausgewechselt? Wer wird eingewechselt? Welche Strategie kommt zum Wechsel? Was ist das Fazit der ersten Halbzeit? Und so ähnlich mit diesem Bild möchte ich auch die Predigt heute, den Gottesdienst, unter dieses Bild stellen und sagen, 7, jetzt schon 8 Monate sind vorbei außerhalb der Ferien und wir haben sehr viel gehört. Einige Ausschnitte habt ihr gerade noch mal gesehen und dann, ach ja, das war doch da, das war doch da, das war doch hier. Und man erinnert sich wieder. Und genau darum geht es heute, mal innezuhalten, zurückzublicken, was haben wir an diesem Jahr alles gehört? Was ist in deinem Leben in diesem halben Jahr passiert? Ich sage mal halbes Jahr, auch wenn es 8 Monate sind. Was hat es verändert oder gar nichts verändert? Hat es etwas bewirkt? Ist etwas hängen geblieben? Was ist dein Fazit, wenn du jetzt den heutigen Sonntag als Halbzeit definierst, zurückblickst und sagst, was habe ich gehört, was ist passiert? Und dann noch sagst, was aufgrund dessen muss noch passieren? Eine Frage, die mir immer wieder nachklingt seit einigen Monaten, während wir durch diese Predigtreihen gehen, ist, worauf werden wir hier vorbereitet? Besonders in diesem Jahr kommen mir die Themen so nicht nur wichtig, sondern auch so passend aneinandergereiht, so wie eine Spitze, die irgendwo hin zeigt, uns vorbereitet. Und meine Frage ist für mich persönlich, für uns als Gemeinde, worauf werden wir hier gerade vorbereitet? Was passiert hier gerade?
Wir sind in den letzten Monaten so sensibilisiert worden, auch für die geistliche Sphäre unseres Lebens, die wir oft so nicht wahrnehmen, weil wir im Trott sind, weil wir im Hamsterrad sind, weil wir so intensiv leben. Und wir wollen heute ganz bewusst einmal durchatmen und uns darauf besinnen, was bewirkt das Gehörte und Erlebte in meinem Leben? Worauf konzentriere ich mich in meinem Leben? Was hat mein Leben immer noch mit Gottes Ziel für mein Leben zu tun? Also im Grundsätzlichen zwei Fragen. Wer sind wir und wofür sind wir da? Das ist, was uns als Nachfolger Jesu interessiert und unser Leben bestimmt. Einer der schlauen Leute hat mal gesagt, ein unreflektiertes Leben ist kein lebenswertes Leben. Warum? Weil wenn es ein unreflektiertes Leben ist, dann zieht es an dir vorbei und du nimmst es gar nicht wahr. Dinge passieren, du hörst Dinge, es zieht an dir vorbei und du nimmst es nicht wahr, du nimmst es nicht intensiv wahr. Und ich sage euch, das ist einer meiner größten Kämpfe, dass mein Kopf immer da ist, wo meine Füße sind. Weil mein Kopf wandert immer irgendwo hin mit irgendwelchen Gedanken und du sitzt bei einer Verwandtschaftsfeier, du bist mit dem Kopf nicht da, du sitzt am Mittagessen mit der Familie, dein Kopf ist woanders, so immer so viel nachzudenken, immer so viel beschäftigt mich und ich kämpfe darum, im Moment zu sein, es wahrzunehmen, dass meine Kinder, meine Frau am Tisch sind, meine Familie oder jetzt gerade in diesem Gottesdienst, wir hier gespannt zuhören, was möchte Gott uns sagen, wo möchte er uns hin. Und deswegen wollen wir heute reflektieren. Wir wollen uns darauf besinnen, was Gott von uns möchte und auch, wo befinde ich mich gerade. Was bedeutet das für mich persönlich, aber auch, was bedeutet das für uns als Gesamtgemeinde? Wie können wir darauf eingehen, was Gott für uns hat? Ein Satz, den ich seit in einem Buch vor einigen Monaten gelesen habe und der auch auf meinem Monitor klebt, der für mich zu so einem Filter geworden ist, ist Gott im Blick, das Ziel vor Augen. Gott im Blick, das Ziel vor Augen. Wenn ich mein Ziel schärfen will, dann will ich Gott im Blick haben, weil ich kann mein Ziel auch ohne ihn schärfen. Dadurch komme ich nur in eine Schieflage. Und mit diesem Filter wollen wir uns daran erinnern. Wir sind Menschen des Weges. Das ist unsere Identität. Wir sind Menschen des Weges. Wir sind nicht auf dem Weg und wandern einfach rum oder suchen uns eine eigene Route aus. Wir sind auf einem Weg, der eine Person ist. Wir sind Menschen des Weges und deshalb gehen wir auch nur Schritt für Schritt. Ich möchte mit euch kurz über die Predigtreihe drüber fliegen, so dass es bei uns etwas auslöst von dem, was wir im letzten Halbjahr gehört haben und vor allem vielleicht auch dich emotional irgendwo berührt. Ach ja, da hat Gott gesprochen, da habe ich etwas unternommen, in meinem Leben verändert, Gebet gesucht, Seelsorge gesucht, mit jemand gesprochen oder etwas in meinem Leben etabliert, was eine geistliche Gewohnheit ist. Vergiss nicht zu atmen, so haben wir das Jahr gestartet mit dem Gedanken, Gott hat das Leben geschaffen. Und zu diesem Leben gehört auch sein Rhythmus. Wir zwingen dem Leben unseren Rhythmus auf und dadurch wird es manchmal so schwer in diesem Leben. Und eines der zentralen Zitate in dieser Predigtreihe war, dass die größte Herausforderung für ein Leben der Nachfolge in diesem Jahrhundert ist nicht zuerst irgendeine unchristliche Philosophie, liberale Theologie, Wohlstandsevangelium, Gender, sonst irgendwas, sondern Hektik. Immer im Hamsterrad, immer in Bewegung, ohne Zeit nachzudenken. Und da haben wir über einen Kreislauf gesprochen, der schädlich ist und der in eine Rastlosigkeit führt. Immer weiter, wie ein Teufelskreis, wie ein etwas, was dich einsaugt und nicht loslässt. Hektik, Rastlosigkeit führt dadurch, dass Glauben nur eine Randnotiz ist in unserem Leben. Und auch das ist Thema heute. Wir sind wieder so im Schultag, in unserem Arbeitsalltag, dass Glaube, Gemeinde wieder nur am Rande, vielleicht am Sonntag, vielleicht ein-, zweimal in der Woche für eine Stunde eine Rolle spielt. Und das führt dazu, dass die Beziehung schwächer wird und wir einen nicht-christlichen Lebensstil übernehmen. Und George Orbeck, der bekräftigt das mit seinem Zitat zu sagen, für viele von uns besteht die große Gefahr nicht daran, dass wir
unserem Glauben absagen. Sie besteht darin, dass wir abgelenkt, gehetzt und beschäftigt werden, dass wir uns mit einer mittelmäßigen Version des Glaubens zufrieden geben. Irgendwie zwinge ich auch das noch rein. Irgendwie stopfe ich auch das noch in meinen Kalender. Wir werden unser Leben nur noch überfliegen, anstatt es wirklich zu leben. Gott hat das Leben geschaffen und er hat auch den Rhythmus zu diesem Leben festgelegt. Und bei dieser Predigtreihe ging es darum, dass wir uns diesen Rhythmus anlegen. Daran angegliedert haben wir uns über Gottes Plan Gedanken gemacht. Wir haben gesagt, Gott hat einen Plan und noch viel wichtiger, er offenbart diesen Plan. Wir kennen seinen Plan. Wir können uns darauf einstellen und vor allem die größte Einladung der Geschichte ist, werde Teil von Gottes Plan. Und darum ging es her, von Anfang von der Schöpfung, von dem, wie die Menschen sich abgewandt haben, rebelliert haben, bis hin, dass Gott wieder einen Weg gefunden hat, ein Volk Menschen auserwählt hat, die auf diesem Weg gehen, ihnen die Erlösung angeboten hat und wir in diesem Wiederherstellungsprozess leben. Wir dürfen unsere Sünde bekennen, wir dürfen neues Leben bekommen und dürfen in diesem neuen Leben leben, unser Leben gestalten und leben in einer Zeit der Erwartung. Dass wir zwischen dem ersten Kommen von Jesus und seinem Versprechen wiederzukommen, in dieser Zwischenzeit leben wir. Und die Frage ist, wie leben wir? Leben wir mit Gott im Blick und dem Ziel vor Augen oder leben wir einfach daher und hoffen, dass irgendetwas Wundersames passiert, ich plötzlich durch ein Wunder aus meinem Trott gerufen werde und alles besser wird? Das wird es höchstwahrscheinlich nicht, es sei denn, dass du etwas verstehst und in deinem Leben veränderst. Etwas Wichtiges ist, weil wir über Gottes Plan reden, ist, dass Gottes Offenbarung fortschreitend ist. Es ist ein guter Weg, auch die Bibel zu verstehen. Und dass die Bibel eine Erlösungsgeschichte ist, nicht die alte Version und die neue Version, sondern Gott durchgehend, fortschreitend, dranbleibend uns mit in seinen Plan nimmt. Er etabliert eine Beziehung zwischen Gott und Mensch, zwischen ihm und dir. Erinnert euch an die Worte, immer wieder sagt er, ich möchte dein Gott sein, du sollst mein Volk sein. Ich will mitten unter dir leben. Alles, was er unternommen hat seit dem Paradies, ist dafür da, dass er wieder mit uns in Beziehung sein kann. Und diese Beziehung heißt Bundesbeziehung. In jedem der Bünde, die er offenbart hat, macht er einen Schritt näher zu dir und mir. Und inmitten dieses Erhaltsplans steht die Wiederherstellung seiner Schöpfungsabsicht, nämlich dem Shalom, dem, dass alles im Einklang, in Harmonie miteinander und zueinander ist. Wir sind Teil dieses Masterplans. Dann kam die Auferstehungskraft während Ostern und die hat uns etwas deutlich gemacht, nämlich Auferstehung ist nicht etwas, was wir erwarten, sondern wir leben in der Auferstehungskraft. Einer der Bibelverse aus dem Römerbrief, den wir gleich lesen. Ein Zitat von Sam Aubrey: Viele Christen glauben an die Auferstehung und bekräftigen diesen Glauben an jedem Ostersonntag. Wahrhaftig auferstanden. Aber dann während des Jahres packen sie das in eine Schublade, weil wir wissen nicht immer, was das im Alltag bedeutet für uns, in der Auferstehungskraft zu leben. Und in einem Römerbrief heißt es dann, der Geist von dem, mit dem Gott Jesus auferweckt hat, der wohnt in dir und in mir. Der kommt nicht nur an Ostern wie ein U-Boot hervor und dann sagen wir alle, wahrhaftig auferstanden, und dann hat es wieder keine Bedeutung für den Rest des Lebens. Sondern heute und Montag und Dienstag und Mittwoch, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt, Klammer auf, hoffentlich, Klammer zu, auch in dir. Und hat Auswirkung auf deinen Alltag, auf deine Beziehungen, auf deine Kindererziehung, auf deine Arbeit, auf all das, was du in seinem Namen tust. Und danach, im Bewusstsein, dass wir in dieser Auferstehungskraft leben, haben wir gesagt, es gibt aber auch Feinde. Und diese Feinde, die sind darauf aus, dass du nicht dran denkst, dass du den Geist dessen in dir leben hast, der Jesus von den Toten auferweckt hat.
Teufel, Fleisch, die Welt, diese böse Dreieinigkeit sieht es darauf ab, dich hinterhältig und systematisch zugrunde zu richten. Und damit es uns nicht passiert, müssen wir a. uns dessen bewusst werden, dass es so ist, und b. auch eine Strategie haben, wie verhindern wir das, dass sie das mit uns machen. Und bei diesen großen Begriffen geht es darum, zu sagen, wir sind uns zum einen bewusst, dass dieser Widersacher es auf uns abgesehen haben und deren Namen Teufel, Fleisch und Welt heißen. Und das bedeutet, dass der Teufel immer trügerische Ideen sät. Also sein bestes Werkzeug ist, wenn die Lüge wie eine Wahrheit aussieht. Wenn sie so nah an die Wahrheit kommt, dass es zum Verwechseln ähnlich ist, dann ist er perfekt in seinem Job. Er sät trügerische Ideen, unsere Gesellschaft, die Welt übernimmt sie, macht eine Norm daraus und dann macht es gesellschaftsfähig und dann kommen wir in ein System, in dem diktiert wird, was die Werte sein sollen und wir Christen übernehmen sie leider oft, viel zu oft und leben weltlich, nicht indem wir in die gleichen Restaurants gehen, ins Kino gehen oder uns kleiden wie auch die Weltmenschen, sondern weil wir nach Werten leben, die gottwidrig sind, die ihm nicht gefallen. Das Fleisch ist dieses Überbleibsel in uns, an dem der Teufel immer andockt und seinen Haken hat. Uns Ideen reinsät und uns wegziehen will von Gott. Und dafür gibt es eine Strategie. Zum einen, das Wort Gottes ist die beste Waffe gegen die Lüge des Teufels. Jesus hat sich nichts darauf eingebildet, ich bin Gottes Sohn, ich schaffe dich mit links. Alles, was er gemacht hat, ist das Wort Gottes zitiert. Immer das Wort Gottes zitiert. Der Kampf gegen das Fleisch ist nicht, disziplinierter zu werden, sondern sich mehr Gott zu unterordnen, seinen Absichten, seinem Geist in mir wirken zu lassen. Das ist die Antwort darauf, dass ich nicht den Begierden meines Egos, meines Ichs, immer wieder unterliege und nicht den Willen Gottes tue. Und in der Welt, das geht um dieses gottwidrige System, wollen wir achtsam sein darauf, was die Gesellschaft uns für Normen diktiert und vor allem prüfen, ob diese Normen auch mit Gottes Wort, mit Gottes Willen, mit seinen Absichten einhergehen. Und als Antwort auf diese Kampfansage durch die Predigtreihe der böse Dreieinigkeit kam die Reihe ausgerüstet, die deutlich gemacht hat. Und das heißt ja, der Zusatz heißt, in der Macht seiner Stärke. Also Gott gibt uns seine Kraft, seine Macht dafür, dass wir diesen Kampf gewinnen. Wir haben solche Sachen gesagt, wir sind im Siegerteam, weil der Kampf schon entschieden ist. Wir sind schon auf der Siegerseite. Und dennoch befinden wir uns in dieser Spannung des Kampfes, in einer Realität, die uns oft verloren geht. Der Gürtel der Wahrheit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Schuhe der Bereitschaft, der Verkündigung des Evangeliums, des Friedens, der Schild des Glaubens, Helm der Rettung und Schwert des Geistes, das Wort Gottes, das ist die Rüstung, die uns gegeben ist, die der Gemeinde gegeben ist. Und da heißt es immer wieder, ergreift die ganze Rüstung. Es geht nicht darum, dass du am Montag den Gürtel anziehst, am Dienstag den Brustpanzer und so. Die gesamte Waffenrüstung ist notwendig, damit wir diesen geistlichen Kampf bestehen und uns nicht einbilden, dass es den entweder nicht gibt oder ich den alleine auf irgendeine Art und Weise schaffe. Gott kleidet uns mit seiner Rüstung aus, damit wir lernen, im Alltag gemäß unserer neuen Identität nach seinem Willen zu leben. Die Waffenrüstung dient dazu, dass wir imstande sind, unserer Identität nachzuleben. Wir sind Menschen des Weges. Wir sind auf einem Weg, der heißt Jesus. Unser Weg ist eine Person und dieser Identität wollen wir uns immer wieder bewusst werden. Der Ausklang war die Sommerreihe Dein Wort in Gottes Ohr. Wir haben uns Gedanken über die Psalmen gemacht. Das war für mich wie so eine Seelenmassage. Das hat an vielen Stellen mich so abgeholt. Ich habe für mich so auch formuliert, so die Psalmen sind gelebte oder durchlebte Gebete. Ganz oft hat das mit Reflexion von Gott und meinem Leben zu tun und das macht die auch so lebensnah und so greifbar. Es hat was mit euch gemacht, mit mir auf jeden Fall, heute Morgen mit dem Psalm 103 anzufangen.
sich darauf abzustimmen, meine Seele, lobe den Herrn. Etwas, was uns im Bereich des Klagens, des Bekennens, des Lobens, des Dankens abgeholt hat, neu ausgerichtet hat. Und ja, jetzt stehen wir hier mitten im Sommer vor dem nächsten Halbjahr, quasi in der Halbzeit. Und ich hoffe, dieser schnelle Überflug über die Predigtreihe hat dir etwas in Erinnerung gerufen, etwas in dir ausgelöst, einen Moment vielleicht, wo Gott besonders zu dir gesprochen hat oder dich herausgefordert hat. Und vielleicht war das ein guter Moment, weil du darauf geantwortet hast, aber vielleicht denkst du gerade daran, nachher, da war doch was, aber ich habe nichts unternommen. Es ist genauso geblieben, wie es war. Es wird kein Wunder geschehen, dass dir plötzlich das alles wegnimmt, dass plötzlich für dich jemand einen Schritt macht. Ich habe einen Satz gehört, der prägt mich seitdem ganz stark. Wir versuchen uns oft aus Situationen herauszubeten, in die wir uns hineinbenommen haben. Wir leben einen Lebensstil, der uns eine Situation führt und dann wollen wir mit Gebet wieder da rauskommen, ohne selbst aktiv zu werden. Und das funktioniert in keiner Realität. Wenn du etwas gehört hast in diesen Predigtreihen, wo Gott dich angesprochen hat, dann bist du dran, einen nächsten Schritt zu tun. Das ist nämlich der zweite Teil dieser Predigt, wo wir sagen, okay, die Nachfolge besteht aus zwei Dingen. Einmal immer wieder die Frage, bin ich selber noch auf dem Weg? Und die zweite Frage, kann ich jemanden mitnehmen auf diesem Weg? Das ist, was Jesus uns mitgibt. Die ersten Christen, die wurden nicht Christen genannt, sondern sie wurden die Menschen des Weges genannt. Und über den Glauben an Jesus sprach man auch als den Weg. Und die Frage ist heute, was möchtest du in dieser Halbzeit, wo du die erste Halbzeit auswertest, noch eine weitere vor dir hast, was möchtest du für dich sortieren, neu ordnen und als Ergebnis davon neu ausrichten und sagen, ich will nicht, dass es mir in diesem Halbjahr wieder passiert, dass ich spüre, dass Gott anklopft, dass Gott in mir wirkt und ich einfach nichts unternehme. Vielleicht ein halbherziges Gebet spreche, dass er irgendwas tut, aber selber nicht bereit bin, einen nächsten Schritt zu gehen. Es wird nichts passieren. Wenn wir eine Fußball-Halbzeit nehmen und der Trainer sagt, ach, der hat nicht performt, den schmeißen wir raus, wechseln wir einfach neue Spiele ein und ändern nichts an der Strategie, die nichts gebracht hat, wird auch nichts passieren, höchstwahrscheinlich. Vielleicht gibt es ein Glückstor, weil die Leute einfach überperformen, aber jeder weiß im Teamsport, wenn das Team nicht mitmacht, haben wir bei der letzten Weltmeisterschaft gesehen, fliegen die raus. Man ist aufeinander angewiesen. Und deshalb möchte ich auch diese nächsten Minuten dafür gebrauchen, uns in Erinnerung zu rufen, vor allem unsere Identität. Wer sind wir? Wir sind Menschen des Weges. Wir bewegen uns auf einem Weg, der heißt Jesus. Ich werde nicht müde, das zu betonen, weil für viele Christen Glauben etwas Statisches ist. Glauben etwas mit Kopfwissen zu tun hat. Ich habe am Sonntag eine Predigt gehört, ich habe jeden Morgen die Losung gelesen und ich habe jeden Morgen und Abend Gebet gesprochen. Also das ist doch, was Glauben ausmacht, oder? Nein. Glaube macht aus, dass ich auf diesem Weg unterwegs bin, mich bewege und mein Gebet morgens zweifach ist, zeige mir, welchen Schritt ich machen muss und zeige mir, wem ich helfen kann, einen weiteren Schritt zu machen. Wenn du dieses einfache Gebet sprichst und dann noch gehorsam bist, dem Mahnen, dem Klopfen Gottes in deinem Leben, in deinem Herzen, dann wird etwas Mächtiges in deinem Leben und auch durch dein Leben passieren. Das ist unsere Identität. Wir sind Menschen des Weges. Deswegen, wenn du heute Nachmittag, vielleicht hast du heute Nachmittag keine Zeit, aber in der Woche, lass es diese Woche, diese Halbzeit sein, in der du zurückbesinnst, vielleicht bei YouTube hier und da eine Predigt nochmal nachhörst, wo Gott etwas in dir geweckt hat und dich dem nochmal widmest und sagst, ich will mich dem stellen, ich will den nächsten Schritt machen, bevor ich jemanden mit auf den Weg nehme. Wir sind Menschen des Weges und wir gehen diesen Weg, wir wandern
nicht herum. Wir sind Menschen, wir sind Jesus Menschen. Zwei Bibelstellen möchte ich uns mitgeben in diese Reflexion, in diese Überlegung. Und beide haben damit zu tun, wie Jesus uns sieht und was er von uns möchte, wenn es darum geht, wie wir auf diesem Weg unterwegs sind. Zum einen fiel mir ein die Berufungsgeschichte, wie Jesus Menschen berufen hat. Die 12, die Apostel zum Beispiel, aber auch andere. Und ein Bibelvers aus dem Markus-Evangelium 3, Verse 13 bis 15, beschreibt es folgendermaßen. Jesus stieg auf einen Berg, dann rief er die zu sich, die er wollte, und sie kamen zu ihm. 12 von ihnen setzte er besonders ein, ihnen gab er den Namen Apostel, also Abgesandte. Das sollte ihr Auftrag sein, sie sollten erstens bei ihm sein, zweitens, und er wollte, oder in manchen Übersetzungen steht, damit er sie aussende, um die Botschaft Gottes öffentlich zu machen, und sie sollten die Vollmacht haben, die dämonischen Mächte zu vertreiben. Zwei Dinge sind Jesus wichtig, dass wir verstehen, wir sind Menschen des Weges. Das bedeutet, wir sollen zuerst bei ihm sein. Du musst die Person kennen, mit der du es zu tun hast. Du musst mit der Person Zeit verbringen. Keine Beziehung funktioniert, ohne dass man mit jemandem Zeit verbringt. Also die erste Erwartung von Jesus war, dass diese 12 Männer, die er berufen hat, bei ihm sind, mit ihm unterwegs sind, mit ihm essen, mit ihm Dinge erleben, mit ihm Krisen erleben, Konflikte lösen, also Leben teilen. Das war die erste Voraussetzung, dafür ein Jünger Jesu zu sein. Unsere Definition von Jünger in dieser Gemeinde ist, ein Jünger ist jemand, der Jesus kennt und ihm folgt, jemand, der von ihm verändert wird, also ganz praktisch, das ist der Schrittpart, der einen Schritt weiter mit ihm geht, und sich da noch seiner Mission verschreibt, also jemanden mit auf diesen Weg auch einlädt. Das ist die Einladung von Jesus. Jünger Jesu sind nicht einfach Leute, die mit ihm abhängen, sondern sie sind Azubis. Es sind Menschen, die lernen, Leben lernen. Wie ist das Leben wirklich zu verstehen? Und wir haben so viele Situationen, wo Jesus Menschen deutlich macht, so wie du das Leben verstehst, das ist verkehrt. So wie du das Leben siehst, das ist verkehrt. Du wirst an einer falschen Stelle ankommen. Zwei Dinge, die ihm wichtig sind, damit sie bei ihm seien, aber dann auch, damit er sie aussende. Damit sie seine Botschafter sind, damit wir das weitertragen, womit wir beschenkt sind. Es gibt ein altes Sprichwort aus den 60er, 70er Jahren, da hieß es immer, gerettet sein gibt Retter Sinn. Erinnert sich jemand? Ist jemand so alt wie ich oder älter, der sich erinnert? Gerettet sein gibt Retter Sinn. Das bedeutet, wenn ich selbst das erlebt habe, dann will ich das weitergeben. Dann bin ich ein Botschafter und nicht nur ein Zuhörer. Es ist ein gewaltiger Unterschied. Bei Jesus zu sein, heißt, mit ihm Zeit zu verbringen. Es kann Bibellesen sein, es kann singen sein, es kann beten sein, aber vor allem geht es auch darum, die geistlichen Gewohnheiten, geht zurück zu unserer Predigtreihe Rhythmus, wo es darum geht, geistliche Gewohnheiten im Leben zu etablieren, die diese Beziehung mit Jesus enger, stärker machen, wo du erinnert wirst daran, worauf es wirklich im Leben ankommt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich werde ständig im Leben abgelenkt, ständig versucht mir jemand irgendwas unterzujubeln, was wichtiger ist als die Nachfolge von Jesus. Und manchmal erliege ich diesen Dingen auch. Manchmal werde ich erfasst und laufe mit, bis ich dann merke, oh nee, das war jetzt nicht das, was Jesus gewollt hätte. Er will, dass wir bei ihm sind und dass wir dann auch zur Verfügung stehen, wenn er uns aussendet. Wir sind nämlich nicht Geparkte, sondern wir sind Gesandte. Für manche Christen, die leben ihre Identität, wir sind Geparkte. Wir sind erlöst, wir haben ein Ticket in den Himmel, wir werden auf der Haltestelle, Bushaltestelle abgestellt, da sitzen wir, bis Jesus kommt und dann kommen wir glücklich in den Himmel. Wir sind Gesandte, nicht Geparkte. Die 12 waren es, die Jesus berufen hat, und das ist auch unsere Identität. Wir sind Menschen des Weges, das heißt, wir sind Gesandte. Wir sind selbst auf dem Weg und wir nehmen auch jemanden mit auf den Weg. Der zweite Vers, der wird euch auch
jetzt nicht besonders umhauen. Die allermeisten, die ich hier sehe im Saal, werden den kennen. Und ich kenne den auch. Ich kenne den auswendig. Ich werde euch gleich sagen, was ich mit ihm gemacht habe, mit diesem Vers. Aber jetzt beim Lesen und Nachdenken darüber sind mir so ein paar Dinge aufgegangen, wo ich einfach wow gesagt habe, das ist so anders, so nicht, was man erwarten würde. Er gab einige von denen Anweisungen und sagte, die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Das ist das Problem. Also Lösung, betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist und bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine Felder zu senden. Wenn du jetzt ein Arbeitgeber bist oder einfach jemand, der irgendwas umsetzen möchte und dir fehlt es an Mitarbeitern, was machst du? Du fängst an zu werben. Du fängst an, Leuten auch an manchen Stellen schlechtes Gewissen zu machen. Du willst sie dazu bewegen, dass sie deine Absichten umsetzen. Das hätte ich hier erwartet. Aber was lernen wir aus diesem Vers? A, die Ernte ist schon da. Dafür haben du und ich nichts gemacht. Höchstwahrscheinlich. Die Ernte ist da. Du schaust auf ein Feld, das du nicht gesät, nicht gedüngt hast, nicht gepflegt hast und es ist reif. Das ist das Bild, das Jesus gibt. Und da gibt es nicht heute, gestern oder vorgestern, da gibt es vor Tausenden, vor Jahren, sagt er. Die Ernte ist reif. Das Zweite ist, die Ernte ist groß, weil es gibt nicht genug Leute, die Ernte einfahren können. Ich bin ein Dorfjunge, ich bin groß gewachsen in einem Dorf, wo dann Säen und Ernten unser Lebensrhythmus bestimmt hat. Und im Herbst, wenn die Ernte reif war, da wurden alle Kräfte nur darauf geschmissen, diese Ernte rechtzeitig anzufahren. Wenn der Weizen zu tief ist, zu schwer ist, dann kann man den schwer wieder ernten. Wenn man es zu früh macht, ist es auch nicht gut. Wenn es anfängt zu regnen, also man muss immer wieder in der trockenen Zeit, wenn die Reife da ist, muss man alle Kräfte mobilisieren, um so viel der Ernte zu retten, einzufahren. Damit bin ich groß geworden. Das ist das Bild hier. Die Ernte ist so groß, dass nicht genug Mitarbeiter da sind. Nicht genug Menschen, die es machen. Und es fehlt an Erntearbeitern. Der zweite Satz als Lösung dafür, betet zu wem? Zum Herrn. Das fällt auf. Was mir zum ersten Mal aufgefallen ist, ist, betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist. Er ist zuständig für die Ernte. Er hat alles vorbereitet. Er ist zuständig für die Ernte. Betet dafür, dass er Mitarbeiter beruft. Und im Nachdenken darüber, was soll dieser Satz sagen, ist nur ein Wort mir in den Kopf gekommen, der das erklärt, das ist Identifikation. Er sagt hier nicht, also geh in die Ernte und sieh zu, dass die eingefahren wird, sondern er erwartet, jemand, der dafür betet, dass die Ernte eingefahren ist, der kann nicht unberührt bleiben und sich selbst auf den Weg zu machen. Er will Identifikation schaffen. Er will, dass wir dieselbe Sicht bekommen. Wenn wir auf der Arbeit sind, wenn wir hier über die Straße gehen, wenn wir in diesem Saal sehen, uns umschauen, dass wir Ernte sehen. Und diese Ernte sind Menschen, die gottsuchend sind. Die musst du nicht mehr überzeugen. Wir haben vor kurzem eine Frau getauft, sie steht mitten im Leben, alles läuft super und plötzlich wird in ihr so eine Sehnsucht wach nach Gott. Sie fängt ihn zu suchen, sie bekehrt sich, sie hat sich taufen lassen, sie geht den Weg mit Gott. Woher kommt das? Jemand hat sie im Blick gehabt, jemand hat für sie gebetet, hundertprozentig. Jemand hat die Ernte gesehen um sich herum. Und das ist das Erste, was aus unserer Identität kommen muss, auch mit dem Auftrag, diesen Blick für die Ernte zu sehen. Wenn wir unsere Kinder, Jugendlichen sehen, wenn wir andere Menschen in deiner Umgebung sehen, vielleicht ist es deine Großfamilie, deine Nachbarn, es ist die Ernte, von der Jesus spricht. Gottes Ernte hat Gesichter und hat Namen. Und einige von denen kennst du, die Gesichter und diese Namen. Und am Ende kommt es auf dich und mich an, wenn es darum geht, dieser Ernte gerecht zu werden. Und ich möchte es nicht dabei belassen, dieses allgemeine, abstrakte Bild, Gott hat eine große Ernte irgendwo, wahrscheinlich wird er auch irgendwo Missionare finden, die sich endlich mal darum kümmern sollen.
Und die Pastoren, die sowieso die ganze Woche nichts tun, außer am Sonntag schlau zu reden, können ja in der Woche auch mal mehr tun, damit diese Menschen gerettet werden. Vielleicht gibt es auch noch mal ein paar Freiwillige, die sich denen anschließen. Diese Aufgabe wird jedem Einzelnen übertragen, der sich auf den Weg mit Jesus macht. Du bist kein Geparkter, der auf den Himmel wartet, du bist ein Gesandter. Ich möchte es mit einem Bild konkret machen. Manche von euch werden mich größenwahnsinnig nennen, manche werden sagen, so, hey, Realitätscheck, bist du noch da, weißt du, wovon du redest, wie auch immer. Aber ich möchte das zu einer sichtbaren und konkreten Herausforderung machen. Wenn es darum geht, diese große Ernte zu sehen, und egal welche Zahl du ins Leben rufst, wenn wir jetzt sagen, wir wollen 1 Million Menschen in Deutschland erreichen, klingt gut. Die Frage ist, wie wird das real? Wie bricht man das runter? Und wir sind im Rhein-Sieg-Kreis. Der Rhein-Sieg-Kreis hat auf den heutigen Tag ungefähr 620.000 Bewohner. Das ist da, woher unsere Leute kommen. Ein paar kommen in Bonn, Bonn ist hier in der Mitte ausgeblendet, ein paar kommen aus Bonn. Aber wir haben eigentlich fast in jeder Gemeinde im Rhein-Sieg-Kreis Leute, die zu uns kommen. 70-80% kommen hier aus diesem Umkreis, Hennef, Troisdorf, St. Augustin und ein paar von woanders. Das ist unser natürlicher Einflusskreis, das ist da, wo wir leben, das ist da, wo wir Menschen kennen, das ist da, wo wir Beziehungen haben. Und Gott erwartet nicht von allen von uns, dass wir irgendwo an irgendein Ende der Welt gehen und dort Leute zu Jesus führen. Für manche ist es so, für die meisten nicht. Wir sollen einfach einen Blick für unsere Umwelt bekommen. Das ist Gottes Ernte. Das ist das, was er sucht. Und jetzt brechen wir das mal runter, dass wir diese 610, 620.000, wir sagen nur 1% dieser Leute, und ich glaube, das sind mehr, aber wir sagen nur 1% dieser Leute sind gottsuchende Menschen. In diesem Kreis, mal großzügig aufgerundet, gibt es mindestens 7.000 Menschen, die Gott suchen. Die wissen nicht immer, welchen Gott sie suchen. Sie wissen auch nicht, wo sie ihn suchen, beziehungsweise sind enttäuscht, dass dort, wo sie ihn gesucht haben, nicht gefunden haben. Aber sie sind reif. Sie sind bereit dafür, dass du und ich sie ansprechen, dass du und ich sie einladen, dass du und ich mich uns auf den Weg mit ihnen machen. Und nun wird es für uns real. Und nun könnt ihr mich gerne als größenwahnsinnig bezeichnen. Wir als kleine Kirche, 7.000 Menschen, es muss definiert werden, was es heißt, sie zu erreichen. Ich spreche davon, jedem eine Möglichkeit zu geben, Gott zu begegnen. Was er damit macht, ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich möchte diesen Menschen einen Rahmen, es kann eine Kleingruppe sein, es kann Wohnzimmergottesdienst sein, es kann eine Livestream-Übertragung sein, eine Möglichkeit geben, Jesus kennenzulernen, den Weg zu verstehen und sich entscheiden zu können. Sind wir dafür zu haben? Stehen wir dafür zur Verfügung? Das ist, wenn wir Gottes Anspruch, diese Ernte einzufahren, für uns ganz persönlich, individuell oder auch als Gemeinde runterbrechen. Und wir sind nur bei 1%. Gott rechnet nicht in Prozenten. Er sagt, alle Menschen sollen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Für die ganze Welt, der Vers, den Stefan zitiert hat, für die ganze Welt bin ich gekommen. Aber wenn wir selbst diese große Ernte runterbrechen auf 1% und sagen, was ist, wenn Gott uns, die evangelische Freikirche Siegburg, damit beauftragt, 1% der Menschen im Rhein-Sieg-Kreis die Chance zu geben, Jesus kennenzulernen, das Erlösungsangebot zu verstehen, und dann sollen sie sich entscheiden, wie immer sie sich entscheiden. Sind wir dafür bereit? Was machen wir mit dieser Herausforderung? Alles beginnt mit einem echten Interesse am Menschen. Wir wollen nicht konvertieren, wir wollen niemanden überzeugen, wir wollen nur eins, wir wollen einladen. Und das beginnt mit einem echten Interesse am Leben des Menschen, der irgendwo neben dir wohnt, in deinem Umfeld, zu dem du sowieso schon eine ganz natürliche Beziehung hast, bei manchen intensiver, bei manchen nicht sehr intensiv, aber wo dein Interesse für diesen Menschen. Und dann kann aus diesem Interesse ein Gebet werden.
dass du sagst, kann ich für dich beten? Hast du irgendeine Not oder erzählt dir von einer Not und du fängst an, dafür zu beten, das lässt dein Herz nicht ruhig. Das Gebet ist ein gefährlicher Anfang, aber auch ein sehr, sehr einfacher. Es kann eine Einladung sein, hey, wir haben Sommerfest, hey, wir haben Familiengottesdienst, wir haben Adventskaffee, wir haben einen Gottesdienst, magst du mitkommen, magst du in meine Kleingruppe mitkommen? Es kann eine ganz einfache Einladung sein, ein kurzes Gespräch und oder ein Hilfsangebot bei irgendetwas. Echtes Interesse löst bei Menschen etwas aus. Und nun bekommt dieses große Bild Riesenernte. Wenig Mitarbeiter, wird das ganz konkret für dich. Ob es Siegburg-Kaldauen ist, ob es Siegburg-Wolsdorf ist, ob es Winde ist oder Eitorf ist, Ruppichteroth, Bonn, wo auch immer. Gott schickt dich nicht irgendwo ans Ende der Welt, sondern sagt, schau dich um mit deinen Gebetsaugen und verstehe, meine Ernte sind die Menschen um dich herum. Wir sind Menschen des Weges. Wir sind auf dem Weg, hoffentlich. Und wir sind immer daran interessiert, jemanden mit auf diesen Weg zu nehmen. Du kannst nicht jemanden auf diesen Weg schieben. Sagen, ey, der Weg ist gut, musst du gehen. Ich bin zwar raus, aber ne, du musst gehen. So. Funktioniert nur, indem du selber vorangehst und jemanden dazu einlädst. Das ist auf der persönlichen Ebene. Was ist für uns als Gemeinde? Was muss sich verändern, wenn wir einfach mal mit dieser Zahl mal einfach rumspielen? Was müssen wir machen, um 7000 Menschen im Rhein-Sieg-Kreis einen nächsten Schritt in Richtung Gott, in Richtung Menschen zu führen? Müssen wir unsere Online-Plattformen überdenken? Müssen wir vielleicht darauf schauen, dass an jedem Ort Kleingruppen entstehen und du vielleicht jemand davon bist, der eine aufmacht? Vielleicht sagst du, ich mache mein Wohnzimmer auf und biete den Livestream an für Nachbarn, für Leute aus deinem Kegelclub oder in welchen Vereinen du auch immer bist und so die Möglichkeit gibst, ihnen Gott zu begegnen. Was immer der Weg ist, mein Anliegen ist heute, dass wir diesen Sonntag, diese Woche mal so als Halbzeit definieren für uns und bedenken, was haben wir gehört, wofür bereitet Gott mich persönlich und uns als Gemeinde vor und dann noch überlegen, wenn ich das sortiert habe für mich, was bedeutet das für meine Gesamtausrichtung? Ganz persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Alles beginnt mit echtem Interesse, mit einem Gebet und mit einer Einladung. Das ist der Weg, wie wir diesem Anspruch, diese große Ernte Gottes einfahren können. Nimm dir Zeit in dieser Halbzeit fürs Gebet, fürs Reflektieren und fürs Neuausrichten. Gott segne dich dabei.